Sonntag, den 21. August 1910. Dieses Brot brachte Sie Holzmeier, Eva Katharina Holzmeier von Erbshausen, die Segerin mit dem roten Haar an den Gatter fallen. Und da hat sie abgeschnitten auf und steckt es in den Gatter auf und in der rechten Hand hatte ich die Feder auf und in der linken den Bleistift auf und dieses muss ich hinhalten, auch ganz nah an den Gatter hinhalten, auf das, ach, der rote Teufel, auf der lag sofort nach dem Bleistift auch und die Spitz war in meiner Hand halt auch, und konnte sie da nicht schauen auch und ich dachte da nichts an Spitzen auch, sonst hätte ich mir ihn vielleicht noch nehmen lassen auch. Und der Teufel macht gleich, kehrt halt auch und sagt sie, mach was sich woll, ach. Und der Teufel ging hinaus und verschloss die Tür und ich ging wieder. Und heute haben wir Sonntag auch, den ersten Sonntag nach Maria Himmelfahrt auch. Und da wird der 21 sein. So denk ich, wie fein. Und das ist das Waschlauch halt auch. Das hab ich schon einmal gezeichnet auch. Und da brachte die Rote heute kaltes, auch zu kaltes Waschwasser brachte sie heute. Und der zwei Teufel war auf Wache auch, das hörte ich von selbst halt auch, den der Teufel, der sagt ins Nichts. Und wenn er halt muss, sagt halt auch, dann sind es halt nur Lügen auch. Und als die andere fortging auch, da erkannt ich's an dem Gang auch und eben Leute, die Wandlung auch außen in den Dörfern auch. Und als es an zu Leuten fing auch, da fing sie draußen zu gehen an auch. Und sie sagte Kampf und ging in ihr Zimmer hinein und ging vor bis an den Fenster fein. Und da ist und die andere Schlechte auch, die ging aber etwas eher fort auch. Und als diese vorne hinaus war, auch da nicht lang danach halt auch, wurde vorne wieder geschlossen auch. Und eben hört ich den Herrn Doktor auch und der sagte nein halt auch. Und dieses war drüben auf 6 und eben hört ich die Rote auch wieder in ihrem Zimmer auch und eben trappt sie wieder auf und ging außen vorüber auch und dabei sind halt die Schlüssel auf die Türe halt immer klempern auch und dort dachte ich auf 6 halt auch, ich hätte die Mangoltür halt auch, aber dann dachte ich, sie wäre ins Gotteshaus und eben fiel mir halt auch ein, wann der Herr Doktor kommt herein, dann sagt ich zu dem Doktor Fein, er soll sich fragen, heute wer ich gestern Abend auch in dem Nebenzimmer gebrochen hätte, auch nach dem Abendessen auch. Ich hätte geglaubt, die Sanne auch. Und dann bitte ich den Doktor auch, er solle das Buch wieder mitnehmen auch, denn die Rote hat dazu mir halt auch schon vor längerer Zeit halt auch, da schloss sie da das Fenster an. Sie ist die erste gewesen in ihrer Klasse und ich
war erst die zweite gewesen, auch in meiner einer Klasse halt auch, aber eine war noch vor mir auch. Und eben sagte die Koch halt auch drüben auf zu sechs halt auch so schlechte Menschen auch und die Schwachen wieder rüber auch und eine sagt, was willst du da machen, muss schwitz immer wollen, nein, die Kirche, ach, Sonner und dieses schwaren Siebener auch, das erkenne ich an die Sprache auch und ich dachte an einen schlechten Mensch halt auch, das sei ich immer auf sechs halt auch und eben schlug's drei Viertel neun, da Leute in der Anstalt fallen und in einer Viertelstunde, da geht's hinein in der Anstaltskirche fein und ich bedauere nur den Herrn halt fein, wo das heilige Messopfer feiern muss für solche Schweine, das ist eine schwere Aufgabe auch und wirklich ein schweres Opfer auch, denn diese Frauen sind Pestchen auch, das hab ich wieder heute erfahren auch und zweimal haben sie mich angegriffen heute, da war aber der Herr Doktor zum Glück da noch auch und der hat mir dann geholfen auch und zweimal hab ich um Dampfer gerufen auch und gleich dann ist er gekommen auch und das war im Abort auch, da trug ich meinen Kopf und eben fiel mir halt ein, was mir telefonisch gesagt wurde auch, während ich mich gewaschen hab aus Leibchen anziehen und dann halt sie wieder brennen auch und sich experimentieren auch und dieses glaub ich auch sind heute stark sie auf Wache auch und dieses wird ich ergraben ich den Zeichnen fertig auf bis auf das Wasserglas halt auf das Ach, dort noch nicht getrunken auf und halt ich den Herrn Hand hatte auch da kam die Rote vorne herein und brachte der Barbie den Hering ein und die Rote sagt halt auch, sie soll jetzt schön essen auch und dann sagt die Rote halt auch, ich hol dir deine Suppe jetzt auch und der Teufel ging in den Saal hinein und brachte dann die Suppe fein und dieser schlechte Teufel auf Tag hinter meinen Rücken auch wieder was machen, auch das Kopftuch auch umnehmen auch und eben hört ich die Mangold auch, jetzt wird der Teufel gehen ins Gotteshaus, denn dies ist immer die letzte, auch welche drüben geht ins Gotteshaus und eben hört ich eine auch und die kommandierte die Wäscher auch, das hab ich selbst gedacht, hört halt auch, dass der Teufel draußen Rostdeckeln auf aus Fenster und heute brachte die Rote auch schon vor sechs das Waschwasser. Auch das Waschwasser hatte sie aber draußen auch und das Wasser sie heute gleich mit hereinfällt auch und dieses war aber kalt halt auch und da konnte ich mich nicht mit Aschen auch gestern Abend gab's Terren auch und diesen wollte ich doch zeigen auch und da hab ich ihn erst erwähnt gewaschen auch, weil sie das Wasser mitbracht auch und der Hering wärmt.
Dampfer auch sagt, ich, da kann ich ein wenig abkühlen auch. Und dann mach ich erst das andere, wie es mir telefonisch befohlen worden ist, auf. Und den Hering hab ich so gegessen auch, da war ich